Willkommen bei Finance TV. Der Kostendruck macht auch von der Finanzabteilung nicht Halt. Outsourcing ist dann ein Stichwort, das nahe liegt. Darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist Gerd Stürz, er ist Partner bei Ernst & Young. Herr Stürz, kommt in den Markt für Outsourcing, gerade in Deutschland, neue Bewegung? Durchaus. Nach meiner Beobachtung ja, sehr sogar. Sie sehen heute Unternehmen mit dem Thema Outsourcing und Shared Service Center Strukturen auf ihrer Agenda daherkommen, die vor Jahren noch der Meinung waren, dass sie zu wenig komplex und zu klein dafür gewesen seien. Aber Kostendruck, steigender Wettbewerb und eine steigende Anzahl von Wettbewerbern aus Ländern, die bislang noch nicht auf dem Radarschirm der Unternehmen aufgetaucht sind, macht es notwendig, über neue Wege nachzudenken, bestehende oder bessere Qualität zu günstigeren Preisen produzieren zu können. Welche Prozesse sind denn gerade in Finanzabteilungen dafür prädestiniert, outgesourced zu werden? Die Finanzabteilung ist das Rückgrat, Backbone der Unternehmenslandschaft. Und hier laufen Fäden zusammen, die am Ende sich in G&V und Bilanz niederschlagen werden. Das heißt, wenn Sie im Finanzbereich dafür verantwortlich sind, die Kosten des Unternehmens zu untersuchen und in den Griff zu behalten, dann gehören dazu die Bereiche des eigenen Hauses, das heißt Accounting und Controlling, aber ebenso der gesamte Einkaufsbereich, ebenso die HR, die Human Resources Funktion. Das sind klassische angestammte Bereiche, die in der Regel großes Potenzial bieten, durch Verlagerung von Aktivitäten, Bündelung von Aktivitäten, Qualitätssteigerungen und Skalierungseffekte zu erzielen. Wenn Sie es mal vergleichen, Outsourcing ist ja kein ganz neues Thema, aber was so die aktuellen Treiber sind, hat sich das vor ein paar Jahren verändert im Vergleich zu der aktuellen Situation? Ja, es gibt Studien, die wir durchgeführt haben, Studien, die ich gesehen habe, führen aus, dass ein wesentlicher Treiber, sich mit dem Outsourcing, mit Outsourcing zu beschäftigen, heute nicht mehr die Kosten sind. Die Kosten rangieren so an zweiter, dritter Stelle erst. Qualität steht im Vordergrund und Qualität deshalb, weil man durch das Bündeln von Aktivitäten aus einer Vielzahl von Einzelprozessen, stellen Sie sich vor, ein Konzern in 80 Ländern operierend, hat 80 Mal Accounting-Funktionen in 80 Ländern, kann durch Bündelung sehr viel mehr Professionalität und Effektivität in den Prozess und nicht nur Effizienz in den Prozess hineingeben. Und damit ist Qualität und Qualitätssteigerung ein ganz wesentlicher Treiber. Neben den eben schon erwähnten Skalierungseffekten, die Sie durch Bündelung von Aktivitäten gleichermaßen miterzielen können. Was ist der Schlüssel zum Gelingen eines erfolgreichen Outsourcing-Prozesses? Ja, da gibt es gibt sicherlich nicht den Passepartout. Es gibt eine Reihe von Schlüsseln, eine Reihe von Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Ein ganz wesentlicher ist das Projekt als solches, wenn ich es als Projekt bezeichnen darf, langfristig anzugehen. Nicht den kurzfristigen Kostenvorteil alleine realisieren zu wollen, sondern langfristig bedeutet, die Qualität im Vordergrund haltend darauf zu schauen, wie ist die Struktur, die ich wähle in 5 Jahren und in 10 Jahren, wie passt sie dann noch zu meinem Unternehmen. Das Verabgleichen einer administrativen Shared Service Center Struktur mit der eigenen Unternehmensstrategie ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Erfolges oder Misserfolges. Das bedeutet, Outsourcing kommt auch nur für eine gewisse Kategorie von Unternehmen in Frage. Also Stichwort Größe, ja. Stichwort Unternehmensstrategie. Ja, Sie brauchen sicherlich eine, man kann es kritische Masse nennen, kritische Masse an Komplexität in einem Konzern, in einem Unternehmen. Das heißt, Sie müssen in einer ausreichend großen Zahl von Ländern tätig sein. Sie müssen eine große Zahl von Mitarbeitern beschäftigen. Das sind Faktoren, die positiv korrelieren mit der Notwendigkeit, mit der Sinnhaftigkeit, Shared Service Center Strukturen einzuführen. Mit einer Faustformel oder auf den Punkt gebracht, einer Faustformel, je größer das Unternehmen, desto sinnvoller ist es sicherlich, Shared Service Center Strukturen einzuführen. Je größer die Anzahl der Länder ist, desto sinnvoller ist es. Je komplexer die Unternehmenslandschaft aufgebildet ist, desto sinnvoller erscheinen solche Strukturen. Sie haben gerade Shared Service Center Strukturen angesprochen. Das ist ja letztlich eine Vorstufe noch des Outsourcings. Das ist ja eine interne Bündelung von Maßnahmen in einer Gesellschaft. Wann wählt man diese und wann geht man den direkten Weg des Outsourcings? Oder ist das graduell? Es ist sicherlich sinnvoll in einem ersten Schritt, und das zeigt die Empirie der Unternehmen, die Funktionen, Bereiche ausgelagert haben, outgesourced haben, sicherlich sinnvoll in einem ersten Schritt Aktivitäten zu bündeln. Zu bündeln und modernen Strukturen zusammenzuführen, um dann in einem zweiten Schritt darüber nachzudenken. Da gibt es hybride Wege, das zu tun, im zweiten Schritt darüber nachzudenken, sich völlig der Aktivität zu entledigen.
Man muss da unterscheiden. Es gibt sicherlich Unternehmensbereiche, Prozesse, die nicht zur Kernkompetenz des Unternehmens gehören. Wenn Sie Automobilzulieferer sind, dann gehört zur Kernkompetenz, dass Sie Produkte herstellen für Ihre Kunden. Dann gehört nicht zwingend zur Kernkompetenz, dass Sie eine Personalabteilung führen, dass Sie Personalprozesse haben. Da gehört nicht dazu, dass Sie Buchhaltungs- und Controllingfunktionen führen. Das heißt, das sind Randbereiche, die notwendig sind für den Unternehmenserfolg, die aber durch Dritte gleichermaßen erbracht werden könnten. Das sind klassische Bereiche, die in einer finalen Stufe dann durch Fremddienstleister erbracht werden können. In einem ersten Schritt gehen Unternehmen in der Regel her und schaffen Shared-Service-Strukturen, ohne diese an Dritte abzugeben. Diese Strukturen, mit diesen eigenen Strukturen, mit den eigenen Shared-Service-Centern zu arbeiten, hat eine erhebliche Auswirkung auf die Unternehmenskultur, auf die Mitarbeiter des Unternehmens, und die Mitarbeiter mitzunehmen in dem Prozess ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor dafür. Wenn Sie an der Stelle zu schnell und zu forsch vorgehen, verlieren Sie den Bezug zur Mitarbeiterschaft. Und das führt man kann das Sand im Getriebe nennen, und zu unnötigen Reibungsverlusten, die Sie an der Stelle vermeiden sollten. Also ein klassischer Schritt ist, zunächst in Shared-Service-Strukturen zu arbeiten und in einem zweiten Schritt dann mittel- und langfristig über Outsourcing Lösungen nachzudenken. Woran erkennt man, dass es gut funktioniert hat oder nicht funktioniert hat? Alleine an den Kosten? Sicherlich an den Kosten. Sicherlich auch an den Kosten. Aber auch am Grad der Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie sich klassische Beispiele vorstellen, Gegenstand von Outsourcing sind häufig Reisekostenabrechnungen. Man glaubt gar nicht, wie viel Unwohlsein Sie bei einer Belegschaft von 50, 60, 80.000 Mitarbeitern verursachen können, wenn nicht regelmäßig und fehlerfrei diese Abrechnungen, ebenso wie die Gehaltsabrechnungen, an jedem Monatsende vorliegen. Sie können so viel Unfrieden stiften, den Sie durch Kostenvorteile an der Stelle nie kompensieren können. Ein ganz wesentlicher Gradmesser für mich sind die qualitativen Faktoren, die weichen Faktoren, die den Erfolg oder Misserfolg von Shared Service Centern begleiten und die den Unternehmenserfolg ganz wesentlich beeinflussen. Herr Stürz, wir fassen zusammen. Ja. Zum Ende des Gesprächs möchte ich auch Ihnen die drei geschlossenen Fragen von Finance TV vorstellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist Kommunikation das Wichtigste im Outsourcing-Prozess? Ja, klares Ja. Wenn sich das Outsourcing als nicht erfolgreich erwiesen hat, kann eine Rolle rückwärts auch sinnvoll sein? Ja, durchaus. Ist Arbeitsarbitrage der zentrale Treiber von Nein. Outsourcing? Nein. Vielen Dank, Herr Stürz, für diese klaren Einschätzungen zum Outsourcing. Vielen Dank, verehrte Zuschauer, für Ihr Interesse. Sie haben gehört, Reisekosten sind durchaus nicht unkritisch. Denken Sie darüber nach, ob Sie da die Unzufriedenheit riskieren wollen. Seien Sie jedenfalls morgen wieder dabei. Bleiben Sie uns gewogen. Dann haben wir das nächste interessante Kapitalmarktthema für Sie. Einen schönen Tag.